Herzlich willkommen zum Samstagmorgen-Update. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gesund. Den Rest, den können wir uns holen. Wir sind aus der Woche mit einem ordentlichen Plus gegangen. Wir sehen, der DAX, der ist knapp bei den 14.500 Punkten gelandet. S&P 500 hat über 2% zugelegt und auch der Dow Jones hat über 2% zugelegt. Und wenn ich mich nicht täusche, hat der Dow Jones seit der letzten 22 Jahre, also seit den 2000er Jahren, den größten Wochenzuwachs verzeichnet und das hat ein ordentliches Plus bzw. auch ordentlich Stabilität wieder, zumindest kurzfristig für die Indizes bewirkt. Das begünstigt natürlich auch stabilisierte Goldpreise und Silberpreise. Nichtsdestotrotz schauen wir uns mal Bitcoin an oder der Gesamtmarkt. Ja, klar, das ist das Plus hier, was jetzt heute auf den Samstag gemessen wird, aber die Bewegung ist hier verhalten. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, über die ich mit dir jetzt direkt von Anfang an sprechen möchte. Und zwar haben wir vor allem in den letzten 12 Jahren eine sehr, sehr starke Korrelation zwischen dem S&P 500 und Bitcoin gesehen. Die haben sich nicht genau gleich bewegt, aber die Korrelation war schon relativ hoch und ich glaube tatsächlich auf ein Jahr gesehen, also eine Periode von einem Jahr, kamen die teilweise bis zu 0,9 Punkte ran. Das heißt also zu 90% haben sich die Märkte sehr, sehr ähnlich bewegt. Und das hat eben dazu geführt, dass wir immer wieder die Rückkehrschlüsse letztendlich ziehen konnten. Haben wir gesehen, dass über dem Wochenende zum Beispiel Bitcoin nach unten gegangen ist. So haben in der Regel die Indizes dann letztendlich auch mit einem Gap nach unten eröffnet. Haben wir gesehen, wenn Bitcoin nach oben gegangen ist, haben die Indizes auch freundlich geöffnet. Das war die eine Korrelation, aber die funktioniert natürlich und vor allem auch deswegen, weil der S&P 500 natürlich der große Markt ist, also dieser Schaftreiber, haben wir es letztendlich sehr häufig feststellen können, dass der S&P 500 an guten Tagen immer wieder Hochrisiko-Assets, wie zum Beispiel auch Bitcoins, immer noch darstellt, letztendlich auch nach oben zieht. Also diese Korrelation bedeutet nichts anderes als, wenn die Anlegerstimmung steigt, dann sind natürlich auch etwas risikobehaftetere Assetklassen durchaus spannend für Investorinnen und Investoren. Und das konnten wir sehen. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dafür gehen wir mal in den Chart, dann sehen wir eine Sache, nämlich diese Korrelation, die hat ein bisschen nachgelassen. Und wir gehen jetzt hier mal auf den Vergleich. Wir nehmen direkt mal den S&P 500. Da ist der sogar selbe prozentuale Skala. Und wir sehen, in den letzten Wochen hat sich das noch relativ stark gehalten. Aber seitdem wir hier das Tief gebildet haben, kriegen wir jetzt eine starke Umkehr. Wir haben wirklich gesehen, der S&P 500 hat sich sehr, sehr stark nach oben bewegt. Aber Bitcoin fällt und fällt und fällt weiter. Und zwar in einem deutlich stärkeren Ausmaß. Wollen wir das Ganze jetzt hier mal auf Tagesbasis betrachten? Klar, es ist ein bisschen schwierig, wir müssen mehr reinzoomen, um das zu sehen. Auch hier sehen wir nicht unbedingt, dass die Prozentualanteile gleich sind, aber was wir erkennen können, ist beispielsweise, hier haben wir eine Periode, die nach unten geht, hier ebenfalls. Ja, so ein bisschen versetzt quasi immer. Hier ging es nach unten, hier ebenfalls. Und jetzt kommt eben der Turnaround, aber so richtig will Bitcoin gerade noch nicht anziehen. Das heißt also für uns, dass zumindest die Korrelation etwas schwächer aktuell ist, was kein Grund zur Sorge sein muss oder sagt, dass das gar nicht mehr stattfindet. Trotzdem müssen wir uns natürlich fragen, ja gut, wenn jetzt der Markt tatsächlich schon in einem sehr, sehr positiven Umfeld relativ schwach reagiert, was passiert dann, wenn es dem Markt eben wieder ein bisschen schlechter geht? Und wenn wir uns mal den S&P 500 anschauen, da ist die Reaktion nach oben natürlich sehr, sehr schön, sehr, sehr stattlich. Wir haben damit auch so einen dynamischen Widerstand hier erstmal wieder gebrochen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir auch hier, können natürlich die nächsten Widerstandscluster dann letztendlich auch warten. Wir testen hier das vorherige Tief an. Entsprechend könnten wir schon erwarten, dass dieser Aufwärtsimpuls jetzt nicht so super krass fortdauernd ist. Warum der S&P so stark gestiegen ist? Weil ganz offensichtlich die Konsumausgaben wieder gestiegen sind und das war mehr als erwartet. Und deswegen wurde jetzt quasi gesagt, die Inflation, die wurde so halbwegs sicher bekämpft. Was natürlich aber auch hier wieder Krypto nicht ganz so spannend macht. Also der gesamte fundamentale Background um Krypto, der tut sich gerade keine Riesengefallen. Ja, wir sehen hier zum einen, dass eben ich sag mal, generelle Regulationen oder dass generelle Transaktionen jetzt zum Beispiel mehr monitoriert werden, also immer mehr auf die Schirme, dann auch von Staat oder von irgendwelchen Organisationen oder Instituten letztendlich gerät. Wir sehen, dass generell diese Anlagefreude hier ein bisschen raus ist und das tut Bitcoin nicht gut. Wir haben vor allem auch gesehen, dass der DXY jetzt in den letzten Tagen recht sauber nachgelassen hat mit einer kleinen Stabilisierung. Hier haben wir gesehen, die ist geschehen. Hier kann natürlich sehr bald auch die Trendfortsetzung bzw. zumindest erstmal wieder Retracement nach oben kommen und sollte das der Fall sein, dann wird es entsprechend sehr, sehr schwierig, weil
selbst in einem etwas schwächeren DXY konnte Bitcoin nicht super performen. Wenn wir das jetzt mal umdrehen würden, dann sehen wir, so hätte Bitcoin aussehen sollen. Ja? Ist gefallen unter das Tief, aber Bitcoin hätte tatsächlich entsprechend auch so eine Bewegung nach oben machen sollen. Aber was hat es gemacht? Es ist relativ seitwärts gelaufen. Das heißt, auch hier von der Dollarstärke etwas entkoppelt. Und das ist einfach gerade nicht so schön, wenn wir darüber sprechen, wie letztendlich sich der Markt im Allgemeinen weiter bewegen könnte, wenn wir von positiven Kursen ausgehen wollen. Von daher sollten wir nicht zu sehr uns in irgendwelchen Geschichten oder hätte, könnte, wäre vertiefen, sondern im Chart nach Informationen suchen. Und das Bias hat sich in den letzten Tagen nicht geändert. Also vor allem auch jetzt durch die neuesten Bewegungen. Wir haben gesehen, wir haben hier ein absteigendes Dreieck bekommen, was aber tatsächlich natürlich eher so dieses Retailer-absteigende Dreieck ist. Und da sehen wir genau, was passiert. Wir sehen den Ausbruch nach unten und der Markt zieht erstmal wieder nach oben. Wir hatten, falls du dich daran erinnerst, eine Chartmarke als sehr, sehr wichtig erachtet. Und das ist diese hier. Und die testen wir jetzt zum dritten Mal in Folge, weil das war das vorherige Tief, wo der Markt sein Point of No Return, das heißt also sein Volumen in den Markt gebracht hat, was letztendlich dann mittelfristig zu einem Turnaround führte. Das heißt also, nicht weil hier ein Level ist, dreht der Markt, sondern weil hier möglicherweise offene Positionen vorliegen, die Interesse daran haben, hier unten nachgerüstet zu werden oder letztendlich, weil hier unten Stop-Loss unter diesem Tief legen. Deswegen kann der Markt ins tiefere Tief gehen. Das sind solche Geschichten, die sehen wir immer und immer wieder. Und deswegen wissen wir niemals genau, wann der Markt was macht, aber wir haben eben entsprechend diese spezifischen Zonen, die uns zeigen können, der Markt könnte. Und das ist eben das, was die technische Analyse bereitstellt. Nicht einfach nur zu sagen, da ist ein Level, deswegen long, sondern zu schauen, wie reagiert der Markt an dem Level. Und wir sehen, dass der Markt sich unter diesem Tief bisher die Liquidität gefischt hat. Und zwar einmal, zweimal und sogar dreimal. Wir sind jetzt in dieser Woche auch nochmal drunter gegangen, haben aber noch nicht drunter geschlossen. Und das ist definitiv so ziemlich der Scharfrichter für diese Woche. Das heißt also, wir haben auch hier wieder eine sehr, sehr knappe Angelegenheit. Wir sind ziemlich genau an diesem Wochenlevel und natürlich ein Wochenlevel, das akkumuliert ganz, ganz viele der kleineren Zeiteinheiten, von daher ziemlich, ziemlich große Bedeutung, aber wir müssen wirklich schauen, was hier abgeht. Sollten wir das Level verteidigen, dann könnten wir sogar mit einem weiterhin relativ positiven Marktumfeld die Wahrscheinlichkeit bekommen, dass wir hier oben, wie gesagt, die erste Ineffizienz füllen. Warum Ineffizienz? Das hier ist ein Bereich, der wahrscheinlich gehedged wurde von Institutionen und Banken und deswegen Potenzial liefert. Hier hinzulaufen, sollten wir ein relativ besseres Kursziel ermitteln wollen, dann sehen wir hier oben möglicherweise die 34.000 US-Dollar Marke. Wenn das der Fall ist, gehen wir hier über 15% nach oben. Möglich ist es, klar, Bitcoin kann sowas mal locker erreichen, sogar auch mal in einem Tag, aber hätte, hätte Fahrradkette. Weil das Problem ist das ganz klare, was wir sehen, schwache US-Dollar oder geschwächter, viel besser gesagt, Bitcoin reagiert nicht. Sehr, sehr starke Indizes, Bitcoin reagiert nicht. Was jetzt noch das Problem ist, ist letztendlich die große Liquidität hier unten. Wir sehen sehr, sehr viel Volumen und wir sehen genau an dieser Volumenkerze hat sich der Markt mit einem sehr, sehr großen Schatten ausgebildet. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich in diesem Bereich hier recht viel mit Slippage ausgeführt wurden. Was aber auch bedeutet, dass sehr, sehr viele Retailer wahrscheinlich irgendwo in den Markt hier long reingekommen sind und noch auf Gewinn sitzen. Schauen wir uns das gleich in der Übersicht an. Und wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich aus institutioneller Sicht nicht ganz so sinnvoll oder angenehm, die mitzuschleppen. Denn wenn das Ziel ist, hier oben Positionen zu liquidieren und einige der Retailer auch ihre Long-Position noch haben, klar, die werden immer welche mitschleppen, aber entsprechend die 3% und nicht die 30% aller Retail-Trader, die müssen nämlich erst noch outgeshaked werden, die müssen erst noch aus dem Markt letztendlich rausgeworfen werden und die lernen natürlich ihren Stop-Loss unter das Tief zu legen. Entsprechend macht der Markt sehr häufig erstmal ein tieferes Tief, holt sich die Liquidität, genauso wie hier, bevor er dann möglicherweise mit einem Turnaround dann die Richtung wechseln. Ähnliches würde ich auch hier erwarten. Wir sehen, dass eben dieser große Volumenpuls hier eine ganz andere Volumina-Beziehung hat als zum Beispiel dieses Tief. Dieses Tief hier hat schon deutlich weniger Volumen, obwohl es tiefer gegangen ist und deswegen und ebenfalls einen sehr, sehr großen Schatten gebildet hat. Aber das ist der große Unterschied. Und schauen wir uns mal an, wie groß dieser Schatten hier ist und wie groß dieses Volumen hier ist. Dann sehen wir, da ist definitiv was im Busch. Das heißt also, selbst wenn sich der Markt jetzt hier auf Wochenbasis vielleicht halbwegs stabilisieren könnte und hier drüber schließt, würde ich persönlich trotzdem eher davon ausgehen, dass wir hier mit einem etwas besseren Einstieg tatsächlich dann in dieses Tief kommen. Sollten wir drunter schließen, sollten wir tatsächlich irgendwo hier unten schließen in dem Bereich unter den 28,7
zum Beispiel bei den 28,4 oder, dann haben wir hier ein sehr, sehr starkes Short-Szenario und dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir dieses Tief hier nochmal antesten oder ein bisschen tiefer gehen. Dementsprechend schwere Aussicht an dieser Stelle. Wir gehen mal das Open Interest von Bitcoin uns anzuschauen, was abgeht. Wir gucken einmal bei der CME Group und bei der Block Crypto, weil da natürlich auch die Liquidations gezeigt sind. Also, der CS Open Interest hat langsam wieder abgenommen. 26. Mai, das heißt also am Donnerstag, ging es ordentlich nach oben. Wir schauen mal, was das am Tag gebracht hat. Hier haben wir gesehen, gut, das Open Interest ging nach oben. Der Markt hat sich das hier geholt, hat dann die Rejection gezeigt. Jetzt geht es langsam nach unten und das zeigt eigentlich auch genau das, was wir hier sehen, nämlich, dass die Positionen zunehmend wieder geschlossen werden. Wenn das Open Interest abnimmt, spricht das sehr, sehr häufig für fallende Kurse, weil keine neuen Kurse, keine neuen Order in den Markt kommen, die letztendlich auch den Preis stabilisieren können. So einfach können solche Rückschlüsse sein. Jetzt schauen wir mal hier, da sehen wir natürlich auch den Abwärtstrend im Volumen. Generell das Volumen der Bitcoin-Futures ein bisschen gefallen, klar. Einige haben sich die Finger verbrannt, Funding Rates gehen hier ordentlich nach oben und hier haben wir das ähnliche Bild letztendlich, dass auch das Open Interest hier gerade auf Monatsbasis relativ stagnierend ist. Bitcoin-Liquidierungen, Longs wurden hier deutlich mehr liquidiert als Shorts. Klar, der Markt ist nach unten gefallen, da werden die Longs dann aus dem Markt gespült. Von daher sehen wir, das ist aktuell eine sehr, sehr schwierige Mischung. Die Bitcoin-Long-Short-Ratio und Binance geht wieder nach oben. Der Markt dippt, da kaufen natürlich wieder einige dann den Dip. Hält sich gerade aber auch noch in Grenzen, weil einfach das Open Interest nicht so riesig ist und weil gerade einfach nicht so viele Positionen gehandelt werden. Das sind auch die On-Chain-Daten, die das Ganze dann auch stützen. Heißt also für uns, die 28.700 Dollar Marke ist weiterhin von äußerster Relevanz, aber wir sehen auch wahrscheinlich, dass die Wahrscheinlichkeit, nochmal auf die 24k zu gehen, einfach nochmal deutlich größer ist. Und deswegen sollten wir wohlmöglich da auch aufpassen und dann erst tatsächlich unter diesem Tief, wenn überhaupt, wieder kaufen. Das soll es von meiner Seite auch gewesen sein. Ich wünsche einen wunderschönen Samstag. Wir sehen und hören uns bald wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Vielen Dank für den Support und bis bald.